Sicher kann einem Rechtsextremist, der ausländerfeindliche Parolen ins Internet einstellt, eine Strafbarkeit wegen Volksverhetzung drohen. Das OLG Köln hatte nun darüber zu befinden, ob auch Frauen zum geschützten Personenkreis gehören. Ein Mann, vermutlich Single, hatte es für nötig befunden, seine geistigen Flatulenzen auf einer von ihm betriebenen Homepage abzusondern. So behauptete er in zahlreichen Beiträgen, Frauen seien Menschen zweiter Klasse, minderwertige Menschen und den Tieren näherstehend. Wie ihr hier seht, nimmt der Volksverhetzungsparagraf keine geschlechtsspezifische Bestimmung vor. Deshalb kann eine solche pauschale Verunglimpfung von Frauen nur dann eine Volksverhetzung sein, wenn Frauen Teile der Bevölkerung sind. Nach gängigem Verständnis sind das alle Personenmehrheiten, die sich aufgrund gemeinsamer äußerer oder innerer Merkmale als eine von der übrigen Bevölkerung unterscheidbare Bevölkerungsgruppe darstellen und die zahlenmäßig von einiger Erheblichkeit, das heißt individuell nicht mehr überschaubar sind. Um dieser typischen Juristendefinition etwas Leben einzuhauchen, haue ich euch ein paar Beispiele um die Ohren. Als Teile der Bevölkerung wurden zum Beispiel angesehen Bundeswehrsoldaten, Beamte, Bayern, Behinderte, Bauern, also Behinderte und Bauern. Gegen behinderte Bauern wurde, soweit ich weiß, noch nicht gehetzt. Mangels Abgrenzbarkeit verneint wurde dieses Merkmal etwa bei Sammelbegriffen wie Antifa oder Ausländerhuren. Ausländerhure ist wohl ein Lied. Sucht es lieber nicht, ich habe es getan und werde jetzt wahrscheinlich vom Verfassungsschutz beobachtet. Aber nun zurück zu den Frauen insgesamt. Das OLG Köln ist der Ansicht, dass zu den von § 130 StGB geschützten Teilen der Bevölkerung auch Frauen zählen. Zwar wird in der Literatur vereinzelt argumentiert, dass die Vorschrift nur dem Minderheitenschutz dienen solle, und aus diesem Grund die Vorschrift für Frauen als statistische Mehrheit der Bevölkerung nicht anwendbar sei. Dafür könne als Argument ins Feld geführt werden, dass Angehörige der Mehrheitsbevölkerung von anderen nicht zu befürchten hätten, weil ihnen alleine die zahlenmäßige Überlegenheit genügend Schutz biete. Eine solche Konzeption findet aber im Wortlaut keine Stütze. Im Übrigen kann die Rechtsanwendung kaum von Zufälligkeiten der möglicherweise wechselnden Majoritätenbildung abhängig gemacht werden. Auch zeigt die Historie der Vorschrift eine Entwicklung zu einem umfassenden Antidiskriminierungstatbestand auf. Der Hauptanwendungsbereich der Vorschrift mag im Bereich rechtsradikaler Hetze gegen Minderheiten liegen. Unter die Vorschrift fallen aber auch diskriminierende Äußerungen gegen Frauen. Denn da der Täter mit seinen Äußerungen Frauen unter Missachtung des Gleichheitssatzes als unterwertig darstellt und ihre Menschenwürde angegriffen hat, ist nach Meinung des OLG Köln auch dem Herabwürdigungstatbestand genügt. Mit dieser Begründung hat das OLG Köln also den vorangegangenen Freispruch durch das LG Bonn aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen. Erwähnt sei noch rasch, dass die Tathandlung zur Störung des öffentlichen Friedens geeignet sein muss. Gerade das Einstellen entsprechender Inhalte ins Internet wird aber in aller Regel zur Annahme Friedensstörereignung berechtigen. Wir sehen also, nicht nur antisemitische Agitation und dergleichen, sondern auch die pauschale Verunglimpfung von Frauen kann eine Volksverhetzung sein. In diesem Sinne, die Kammer des Rechts wurde geöffnet, Feinde der Frauen, nehmt euch in Acht.